Gute, hier ist der Müller. So, wie ihr eben sehen könnt, habe ich irgendwas aus Blech gesägt und gebohrt. Ich zeige euch jetzt mal, was das ist. Hier oben sind die zwei Bleche, die sind aus Alu, die habe ich schön von unten dran geschraubt. Und das ist mein Schubfach für meinen Campingtisch. Den schiebe ich da jetzt einfach rein und dann kommt hier jetzt noch ein Scharnier hin. Kein Scharnier, sondern ein Türriegel, den ich mit dem Schloss festmachen kann oder abschließen kann. Und dann kann da der Tisch nirgendwo mehr hin während der Fahrt und ich habe ihn immer dabei und ja, perfekter Platz, würde ich sagen. So, und schon sitzt das Ding perfekt auf Position. Hier hinten habe ich einfach Anschläge mit Schrauben gemacht, ganz simpel gelöst. Ja, das ist mein Campingtischhalter, ganz simpel gelöst, aber warum irgendwas Kompliziertes machen, wenn es auch einfach geht? Und durch die Item-Profile vom Dachkorb ist es, na klar, super einfach gewesen. Ja, so habe ich den Tisch immer gleich im Zugriff, muss nichts umräumen im Innenraum oder so. Ja, und vor allem der sperrige Tisch hat einen perfekten Platz, wo er keinen anderen Platz wegnimmt. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis dahin und schön mit Öl.